Ich rufe jetzt auf den Einzelplan 04, Hessisches Kultusministerium, und erteile entsprechend der Tatsache, dass dies ein von einem CDU-Minister geführtes Ministerium ist, dem Kollegen Christoph Degen für die Fraktion der Sozialdemokraten das Wort. Die Sozialdemokraten haben sich vorgenommen, 13 Minuten für den Einzelplan 04 zu sprechen. Kollege Degen, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch an unserer Redezeit sehen Sie, dass die Sozialdemokraten der Bildung eine ganz wesentliche Bedeutung zumessen, meine Damen und Herren. Ich möchte mit einer Zahl beginnen, meine Damen und Herren. 29, ich habe doch noch gar nicht angefangen. Warten Sie doch erst mal ab und hören Sie mal zu. 29 Millionen €, meine Damen und Herren. Das ist eine Zahl, die wir nach dann doch etwa 2 Monaten nach der kursorischen Lesung im entsprechenden Bericht auf unsere Fragen erhalten haben. 29 Millionen €, das ist die Plan-Ist-Personalkostenabweichung zum Ende des dritten Quartals 2019 der Personalkosten im Einzelplan 04 des letzten Jahres, die nicht verausgabt waren, meine Damen und Herren. 29 Millionen €, deshalb, weil zahlreiche hunderte Lehrerstellen nicht besetzt sind, meine Damen und Herren. Und das ist deswegen so interessant, weil diese Zahl deutlich macht, dass erstens mal, ich kann mir gut vorstellen, welche erwartungsgemäßen Vorwürfe nachher kommen, dass wir Geld ausgeben wollen, das nicht da sei. Erstens mal, das Geld ist da. Es ist schon immer im Haushalt auch für 2020 mit veranschlagt, weil Stellen gar nicht ausgegeben werden können. Zweitens, diese Zahl zeigt vor allem auch eins, meine Damen und Herren, nämlich, dass in diesem Haushaltsplan ganz, ganz viele leere Versprechungen der Landesregierung stecken, meine Damen und Herren. Mit jeder Stelle, die laut den Plänen des Kultusministers in den Bereichen Grundschule und Förderpädagogik hier geschaffen werden sollen, gerade auch für Vorzeigeprojekte wie die zusätzliche Deutschstunde, gegen die wir grundsätzlich gar nichts haben. Aber, meine Damen und Herren, hier werden falsche Erwartungen geweckt. Am Ende werden Lehrkräfte, Eltern und Schüler enttäuscht in Hessen, meine Damen und Herren. Es werden Stellen geschaffen, von denen jeder hier im Saal weiß, dass sie am Ende nicht besetzt werden können, meine Damen und Herren. Das ist unredlich. Und da, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen, wir müssen endlich dafür sorgen, dass ausreichend Lehrkräfte ausgebildet, qualifiziert werden. Das wird auch unser Schwerpunkt in diesem Haushaltsplan sein. Ich werde das nachher noch darlegen, meine Damen und Herren. Noch nie gab es in Hessen so viele Lehrkräfte ohne Ausbildung, ohne Lehrbefähigung. 4.900 hat der Sprecher des Ministers selbst im Januar zugegeben. Das ist kein Vorwurf an die Schulen, die diese Menschen beschäftigen, auch nicht die Menschen, die diese Tätigkeit ausüben. Sie alle sind das Ergebnis der Notlage, das jahrelang versäumt wurde, ausreichend auszubilden, ausreichend uns auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, meine Damen und Herren. Ich will sagen, das kann durchaus auch im Bereich der beruflichen Schule Sinn machen, Menschen einzustellen, die keine Lehrausbildung haben, weil sie einfach aus der Praxis kommen. Aber wir reden doch hier vor allem von dem Bereich der Grund- und Förderschulen, wo es um das Erlernen der Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen geht, wo die Grundlagen gelegt werden für den ganzen zukünftigen Bildungsweg, meine Damen und Herren. Und es geht vor allem dabei auch um den Primat des Pädagogischen. Hier werden Grundlagen gelegt. Und wir sagen Ihnen, meine Damen und Herren, da, wo Schule draufsteht, muss auch endlich wieder Schule drin sein. Und deswegen müssen wir mehr ausbilden. Und da hilft es auch nichts zu sagen, in der mündlichen Fragerunde gestern, Herr Kultusminister, Sie haben ungefähr so auf meine Nachfrage gesagt, als ich fragte, werden denn Eltern informiert, dass da Klassenlehrer zum Teil sind, die nicht für Elternarbeit ausgebildet sind, die keine pädagogische Ausbildung haben, haben Sie ungefähr geantwortet, na, das war schon immer so. Und ja, es gab auch schon immer Menschen, die als Laien angestellt waren und auch immer mal auch befristete Verträge. Da komme ich gleich noch zu. Aber in einem sehr überschaubaren Bereich, meine Damen und Herren, und nicht in diesem Riesenumfang, wie es heutzutage in Hessen der Fall ist, meine Damen und Herren. Es gab noch nie so viele Menschen, die nicht ausgebildet sind und auch nicht so viele befristete Stellen wie derzeit, meine Damen und Herren. Noch nie gab es so viele Stellen, die befristet sind in Hessen. 5.500 der Lehrkräfte hat eine Antwort auf eine Anfrage ergeben, sind befristet beschäftigt. Das ist 1/10 aller Lehrkräfte in Hessen. Das müssen Sie rechtfertigen, meine Damen und Herren. Hessen ist hier kein vorbildlicher Arbeitgeber. Die Menschen werden beschäftigt mit Kettenverträgen
ohne Perspektive, 5 Jahre lang immer wieder neu mit Befristung. Das erschwert die Familiengründung, das erschwert überhaupt die Perspektivfindung. Das, meine Damen und Herren, muss sich endlich ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen qualifiziert werden. Und dazu legen wir entsprechende Anträge vor, damit wir den Menschen eine Perspektive bei uns im Schuldienst geben können, meine Damen und Herren. Und noch nie gab es so viel Ahnungslosigkeit im Kultusministerium. Jedes Unternehmen, das rund 60.000 Menschen beschäftigt, kann doch ungefähr einschätzen, wie sich der Krankenstand entwickelt. Wir haben das ja schon oft besprochen. Und, meine Damen und Herren, noch nie hat sich eine Landesregierung dann so wenig um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekümmert, indem sie einfach sagt, wir haben keine Ahnung. Und, meine Damen und Herren, auch noch nie, Herr Pentz, gab es so viele Überlastungsanzeigen wie unter Ihrer Regierungszeit, weil die Lehrkräfte sagen, es reicht uns und wir wollen nicht mehr unter diesen Arbeitsbedingungen arbeiten. Es gibt, und ich will Ihnen noch ein Beispiel sagen, weil das betrifft nicht nur die Lehrkräfte. Nehmen Sie mal das Beispiel der viel gelobten UBUS-Kräfte. Ja, die können unterstützen. Aber erstens mal, auch hier haben wir einen Fachkräftemangel, auch hier werden Stellen versprochen, die nicht besetzt werden können, oder sie führen am Ende zur Kannibalisierung, weil nämlich Menschen aus anderen Jobs, aus der Schulsozialarbeit wechseln, um hier am Ende eine Planstelle zu bekommen, meine Damen und Herren. Aber ein größter Fehler, den Sie gemacht haben, ist, und das hat der Minister wieder erst zugeben müssen, ist, dass Sie nicht einmal ein Konzept haben, wenn so eine UBUS-Kraft krank wird, langzeiterkrankt, schwanger wird, in der Erziehungszeit ist. Es gibt nicht einmal ein Vertretungskonzept dafür, dass auf solchem tonernen Boden steht Ihr Konzept UBUS, meine Damen und Herren. Da muss endlich sich mal was tun. Und ich will, meine Damen und Herren, noch ein Beispiel sagen, auch ein Thema, das wir kennen. In diesem Haushaltsplan hier gibt es so viele Kennzahlen und Erfolgsquoten. Alles lässt sich irgendwie beziffern und messen. Aber die Kernaufgabe dieses Ministeriums, der Unterricht und dementsprechend auch den Unterrichtsausfall zu beziffern und zu messen, meine Damen und Herren, dazu kann man nichts sagen, dazu kann man nichts vorlegen. Hier ist die Landesregierung nach wie vor ahnungslos. Und dementsprechend auch dieser Haushaltsplan steht eben auf einer wirklich keinen guten Grundlage, um wirklich auch die Maßnahmen einzuleiten, die notwendig sind, um Unterricht auch wirklich zu garantieren in Hessen, meine Damen und Herren. Und seit Juli 2019 warten die Kollegin Strube und ich auf die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zum Unterrichtsausfall an Grundschulen. Meine Damen, seit Juli 2019, 6 Wochen sollte eigentlich die Frist sein, wir warten hier. Das ist nicht das einzige Beispiel. Meine Damen und Herren, und noch nie wusste eine Koalition so wenig, wohin sie eigentlich will. Die einen bezeichnen das als Harmonie. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das ist Stillstand. Wie soll es weitergehen mit der politischen Bildung? Alle reden immer davon, dass die gestärkt werden soll. Auch hier, auch im Juli 2019 eine Anfrage. Was haben Sie denn nun eigentlich vor? Wie soll es weitergehen mit Politik und Wirtschaft in der Oberstufe? Wie soll das im Hauptrealschulbereich gestärkt werden? Was haben Sie jetzt vor mit Erdkunde und Geografie, diesem wichtigen Fach, wo es um Nord-Süd-Konflikte, um Nachhaltigkeit geht, das möglicherweise geopfert wird für eine Verbindlichkeit im anderen Bereich? Darüber müssen wir reden, und dazu müssen Sie endlich einmal eine Aussage treffen und unsere Anfragen auch beantworten, seit Juli 2019. Aber der wahre Grund ist, dass Sie sich doch einfach immer selbst noch nicht einig sind und einfach gar nicht wissen, wo Sie hinwollen. Dementsprechend bedeutet das am Ende Stillstand und Ahnungslosigkeit für die Menschen in Hessen, meine Damen und Herren. Und genauso ist es doch mit der Inklusion. Auch hier, meine Damen und Herren, haben wir eine Anfrage. Ach, die ist sogar schon, ich glaube, noch länger alt. Ja, machen Sie darüber ruhig Ihre Witze. Meine Damen und Herren, ich finde es traurig, dass seit Juni 2019 wir darauf warten, was Sie vorhaben nun mit den Förderpädagogen, ob die nun an den Regelschulen fest sind wirklich oder an den Förderschulen oder an den Beratungsförderzentren. Da müssen Sie endlich mal eine Aussage treffen. Die Menschen warten doch darauf. Hier immer wieder keine Antworten. Und das alles, diese Orientierungslosigkeit in Zeiten, in denen nun einmal so viele Herausforderungen auch an den Schulen sind wie noch nie. Eben die Inklusion, die Ganztagsentwicklung, die Beschulung von Schülerinnen und Schülern, die kein Deutsch sprechen, die Digitalisierung mit all ihren Gefahren, ob Sexting, Mobbing, was da alles passiert, mit Schülern, die nun einmal einfach, ja, man kann sagen, weniger erzogen in die Schule kommen. All das sind Herausforderungen, die heute auf unsere Schulen zukommen. Und hier brauchen wir mehr Orientierung und nicht ein bisschen mehr und ein bisschen da, meine Damen und Herren. Und deswegen komme ich
auch zu unseren Anträgen. Und ich will auch gleich sagen, ich habe so oft jetzt gesagt, so viel wie noch nie. Ja, und es gibt auch so viele Stellen im Kultusministerium wie noch nie. Deswegen sagen wir auch, wir wollen nicht, dass da noch 14 dazukommen, weil hier schon das Haus immer weiter wächst und immer mehr Menschen dort sind. Ich glaube, auch da muss man sagen, auch wenn ich immer wieder das Jammern höre, dass es so viele Anfragen gibt und dass man so überfordert sei, da glaube ich, muss man sagen, hier ist Schluss. Wir sind nicht bereit, hier weiter aufzubauen. Und dann kommen wir mal zu dem Inhaltlichen. Unsere Änderungsanträge setzen ganz klar auf zwei Schwerpunkte. Erstens, Herr Pentz, können Sie bitte mal zuhören? Wir hören Ihnen auch zu. Ja? Erstens, wir wollen bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für all die, die an unseren Schulen tätig sind. Und wir wollen außerdem, das ist der zweite Schwerpunkt, mehr Chancengleichheit, Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler, weil Ungleiches auch ungleich behandelt werden muss. Und Sie sehen auch in unseren Änderungsanträgen, dass wir eben nicht da 1.000 Stellen mehr von, weil wir wissen, dass ja die gar nicht besetzt werden können. Wir sagen, wir wollen viel mehr auf den investiven Bereich Schwerpunkte setzen. Wir wollen die inklusive Ganztagsschule weiter ausbauen, eben nicht, indem wir Stellen geben und wissen, die werden zum Teil gar nicht abgerufen, weil die Schulleitungen eben keine Unterstützung bekommen für Verwaltungstätigkeiten im Ganztag, nicht ein zusätzliches Deputat, weil die Schulträger nicht unterstützt werden, wie in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, mit einer Pauschale für den Ganztags, für den baulichen Ausbau. Das wollen wir hier eben mit umsetzen. Wir wollen einfach Schulsozialarbeit aus einem Guss und nicht noch ein Programm nebenbei mehr. Wir wollen, dass die Schulträger unterstützt werden mit der Schulsozialarbeit, die sie schon machen, und mit einer Förderpauschale fördern. Wir wollen den Sozialindex, den es schon gibt, endlich schärfen auf die einzelne Schule und weiter ausbauen, weil es im Vergleich zu, nehmen Sie Hamburg, ein Witz ist, wie wenige Stellen im Sozialindex sind, meine Damen und Herren. Der muss ausgebaut werden, weil einfach die Schulen, wo besondere Herausforderungen sind, mehr Unterstützung benötigen. Und, meine Damen und Herren, wir wollen die Kita- und Schulfördervereine unterstützen, weil die ein ganz wichtiger Träger sind, die Aufgaben am Ende auszufüllen, die das Land nicht hinbekommt, weil da Menschen einspringen, oft ehrenamtlich, um Ganztagsbetreuung zu organisieren. Und wir wollen die Sprachförderung verbessern, gerade im Bereich des herkunftssprachlichen Unterrichts, weil es nicht weitergehen kann, dass Konsulatslehrkräfte, die nicht unter der staatlichen Schulaufsicht stehen, einfach hier an unseren Schulen unterrichten. Meine Damen und Herren, die wollen wir wieder überführen in die Autonomie des Landes. Und meine Damen und Herren, ich sagte, gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für unsere Lehrkräfte. Wir wollen eben die Ausbildungskapazitäten auch den Hochschulen weiter erhöhen, weil wir haben einen Rechtsanspruch auf Ganztag vor uns. Wir wollen die Inklusion weiter ausbauen. Dafür werden wir gerade mehr Grundschul- und mehr Förderpädagogen brauchen. Deswegen müssen wir hier weiter die Studienplätze ausbauen. Wir wollen ein Programm für den qualifizierten Quereinstieg weiter ausbauen, weil wir die Menschen qualifizieren müssen. Es ist falsch, dass Sie mit diesem Haushaltsplan die Plätze streichen und zumindest reduzieren für die gymnasialen Hauptrealschullehrer, die schon eine Ausbildung haben und hier wechseln, meine Damen und Herren. Wir wollen die Lehrerfortbildung stärken, indem endlich diese 40 € pro Stelle erhöht werden auf 60, damit die Schulen hier mehr investieren können in Fortbildung. Und wir wollen, meine Damen und Herren, wir wollen hier einfach ganz klare Akzente setzen am Ende für mehr Chancengleichheit, Unterstützung, für bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Dazu liegen unsere Anträge vor. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Abg. Daniel May. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Schulen, die Möglichkeit geben, ihr Profil weiterzuentwickeln, Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten, die Deutschförderung ausbauen, Inklusion ermöglichen und verbessern, Ganztagsangebote ausbauen und diejenigen Schulen, die besonders herausgefordert sind, zu entlasten. Das sind die Kernanliegen unserer Koalition, und sie finden sich allesamt im Haushalt wieder. Wir wissen, dass unsere Schulen sich vielfältigen Herausforderungen gegenübersehen. Wir nehmen dies sehr ernst und setzen konzeptionell wie materiell Ressourcen dafür ein, um hier die Herausforderungen anzugehen. Und ein Punkt, den wir besonders stärken und ausbauen wollen, der in der Rede des Kollegen Degen gar nicht vorgekommen ist, ist der Ganztagsausbau.
Wir haben mit dem Programm Pakt für den Nachmittag bereits in der letzten Wahlperiode ein massives Ausbauprogramm für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen auf den Weg gebracht. Wir haben vor, diesen Pakt für den Nachmittag zu einem Pakt für den Ganztag auszubauen, weil wir wissen, dass es immer noch Bedarfe gibt, die nicht befriedigt werden können, weil wir wissen, dass die Eltern darauf warten, dass das Ganztagsbetreuungsangebot an unseren Grundschulen ausgebaut wird, weil wir wissen, dass sich viele weiterführende Schulen in Richtung Ganztag auf den Weg machen. Und deswegen machen wir ernst beim Ganztagsausbau, und zwar sowohl was die Frage der Betreuung angeht, als auch den Bereich der gebundenen Ganztagsschulen, sagen wir, es stehen Ressourcen zur Verfügung. Wir ermöglichen allen Schulen, die das wollen, den Ganztagsausbau. Und dass das inhaltlich anscheinend kein strittiger Punkt mehr zwischen den regierungstragenden Fraktionen und der SPD-Fraktion als oppositionsführende Fraktion ist, sieht man auch daran, dass zu diesem Bereich kein Änderungsantrag der SPD-Fraktion vorliegt. Wir haben in dieser Frage Kurs gehalten, während die SPD offensichtlich ihre Position geräumt hat. Ich freue mich darüber, dass die SPD mittlerweile auch einsieht, dass in diesem Bereich des Ganztagsausbaus Eigenständigkeit und Freiwilligkeit das leitende Prinzip sein muss, so wie es die Koalition von CDU und GRÜNEN schon immer vertreten hat. Eine Herausforderung, der sich bundesweit alle Schulen gegenübersehen, ist die angespannte Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Wir wissen um die angespannte Situation an den Schulen. Wir stehen dort als Hessen vergleichsweise gut da, während wir beispielsweise in Berlin über 60% aller neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer gar keine solchen Ausgebildeten sind, während in Nordrhein-Westfalen 3.000 Stellen zum Schuljahresbeginn nicht besetzt werden können, nehmen sich die Probleme bei uns doch eher geringer an. Trotzdem wissen wir um die Probleme, die wir haben, und dass wir dort etwas zu leisten haben. Und deswegen setzen wir mit dem Haushalt 2020 fort, dass wir einerseits im Bereich Weiterbildung Lehrerinnen und Lehrer mobilisieren, andererseits Qualifizierung von Seiteneinsteigern dieser Situation entgegenwirken. Und wir bauen auch die grundständige Ausbildung aus, indem wir eben mehr Studienplätze schaffen, indem wir mehr Plätze im Referendariat schaffen, dort dann auch die Ausbilder für einstellen. Damit begegnen wir ganz aktiv der angespannten Situation auf unserem Lehrerarbeitsmarkt und sichern den Fachkräftebedarf von morgen. Und ein weiterer Punkt, der in den 13 Minuten meines Vorredners keine Rolle spielte, ist die Frage der Digitalisierung von Schule. Mit dem Digitalpakt Bund und Länder haben wir als Hessen ein Ausrufezeichen gesetzt, indem wir gesagt haben, wir kofinanzieren nicht nur 10%, sondern wir machen etwas, was sonst kein Land macht. Wir machen zusammen mit den Schulträgern 25%. Damit stehen investiv so viele Mittel zur Verfügung aus diesem Programm wie in keinem anderen Land. Aber wir haben auch gesagt, es kommt nicht nur auf die Technik drauf an, sondern es kommt auch auf den Inhalt drauf an. Deswegen haben wir neben dem Digitalpakt Schule auch ein Landesprogramm Digitale Schule Hessen daneben gestellt, weil wir gesagt haben, es kommt auch auf den Inhalt drauf an. Wir tun etwas für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Wir tun etwas für den fachlichen Austausch durch Landesfachtag, durch Praxisbeirat. Wir machen etwas für die technische Unterstützung, indem wir das Schulportal einrichten. Das zeigt alles ganz deutlich. Bei uns wird die Digitalisierung von Schule großgeschrieben, und wir setzen viele Mittel ein, dort die Situation immer weiter zu verbessern. Und ein Alleinstellungsmerkmal der Koalitionsfraktionen ist, dass wir den Ansatz haben, die Schulen mit besonderen Herausforderungen besonders zu stärken. Also die Schulen dort, wo alle Herausforderungen dieser Zeit besonders zusammenkommen, sei das schwieriges soziales Umfeld, sei das Integration, sei das Inklusion. Dort haben wir gesagt, wollen wir einen besonderen Schwerpunkt setzen. Das haben wir bereits im letzten Sommer angekündigt. Mit diesem Haushalt setzen wir jetzt den haushalterischen Rahmen, um die Maßnahmen zu verwirklichen, um eben zu sagen, an den Orten mit den größten Herausforderungen wollen wir die besten Schulen schaffen. Und dazu gehört ganz klar, dass wir 140 zusätzliche Stellen für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter auf den Weg bringen, damit insgesamt 840 Stellen zur Verfügung stellen und damit ganz gezielt diese Schulen Herausforderungen. Mit den Schulverwaltungskräften und den zusätzlichen Stellen für Inklusion
und der Absicherung der bereits bestehenden Schulgesundheitsfachkräfte schaffen wir zusätzliche Entlastung für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Und zusätzlich zu dem, was bereits im Regierungsentwurf vorgesehen ist, haben wir als GRÜNE zusammen mit dem Koalitionspartner mit Fraktionsanträgen noch einmal verstärkt, dass wir insbesondere den Bereich der Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen noch einmal betonen, indem wir noch einmal zusätzliche Stellen für Schulgesundheitsfachkräfte, die übrigens bundesweit beachtet wurden, eingesichert haben, dass wir Assistenzkräfte aus dem Programm Teach First einrichten, indem wir Supervision für diejenigen Lehrer, die an Schulen an Orten mit besonderen Herausforderungen einrichten. Und damit zeigen wir noch einmal ganz deutlich, wie wichtig uns dieser Bereich ist. Denn Schulpolitik ist für uns auch immer eine Politik des sozialen Ausgleichs. Und deswegen setzen wir hier diesen besonderen Akzent. Noch an dieser Stelle muss ich feststellen, dass die Opposition diesen Ansatz nicht aufgegriffen hat. Keine der Fraktionen hat sich diesem besonderen Feld angenommen. Und insgesamt muss ich bei den Änderungsanträgen der SPD feststellen, dass konzeptionell dort wenig anders ist. Wenig anders ist, sondern das funktioniert nach dem Motto, das, was die Regierung macht, wird um einen gewissen Betrag X aufgestockt. Das ist nicht besonders kreativ. Das ist auch, sag ich mal, keine konzeptionelle Glanzleistung. Und es passiert auch immer, ohne dass gesagt wird, wo denn das Geld herkommen soll. Qualitativ noch etwas anders sieht das, glaube ich, aber doch bei dem Bereich der Besoldungserhöhung für Lehrkräfte an Grundschulen aus. Und deswegen möchte ich dort kurz darauf eingehen. Die Erhöhung der Besoldung der Grundschullehrkräfte kostet rund 80 Millionen € pro Jahr. Und 80 Millionen € pro Jahr, da muss man schon erklären, wo das Geld herkommen soll. Weil wo man die hernimmt, dort werden sie fehlen. Und wenn man das mal im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer sich vorstellt, sind das rund 800 Lehrerstellen, die eben nicht neu geschaffen oder woanders weniger wären. Und an diesem Faktum kommen Sie nicht vorbei. Wenn Sie mit Ihrer Forderung ernst genommen werden müssen, dann müssen Sie den Versuch unterlassen, sich hier aus der Affäre zu ziehen, sondern da müssen Sie dazu auch ehrlich Stellung nehmen. Weil wer allen alles verspricht, verspricht in Wahrheit nichts. Und genauso ist das, was eben gerade vorgetragen wurde an Fragestellungen des Kollegen Degen, doch eher der hilflose Versuch, von der eigenen konzeptionellen Lehre abzulenken. Wenn Sie mit vielen kleinen Anfragen unser Koalitionsprogramm abfragen, dann ist das Ihr gutes Recht. Aber unser gutes Recht ist es auch, dass wir nach und nach unseren Koalitionsvertrag abarbeiten, dass wir zuerst konzeptionell durchdenken, dann reflektieren und dann die Maßnahmen auf den Weg bringen. Ich weiß, bei der SPD, insbesondere auf Bundesebene, ist das anders. Da wird erst einmal etwas in die Öffentlichkeit hinausgetragen und dann darüber nachgedacht, ob man und wie man es tatsächlich verwirklichen kann. Das ist bei uns anders, und dort werden wir uns auch von Ihnen zu einer unüberlegten Handlungsweise tragen lassen. Wir als Koalition von CDU und Grünen stehen hingegen für Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit. Wir setzen besonders uns dafür ein, mit zusätzlichen Mitteln für eine Verbesserung der Lehrkräftesituation. Wir setzen uns für eine Verbesserung des Ganztags ein. Für uns ist Bildung auch immer eine soziale Frage. Deswegen entlasten wir die Schulen an den Orten mit besonderen Herausforderungen. All das versprechen wir nicht nur, sondern das halten wir auch. Und deswegen ist dieser Haushalt ein gutes Signal für unsere Schulen in Hessen. Vielen Dank, Herr Kollege May. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Scholz. Er teilt sich die Redezeit, die die AfD mit 20 Minuten veranschlagt hat, mit dem Kollegen Schulz. Herr Scholz, als Erster haben Sie das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Staatsminister Lorz, verehrte Damen und Herren! Wir können die Augen nicht mehr davor verschließen, aktuelle Studien, Umfragen bei Lehrern, Eltern und Schülern sowie tägliche Medienberichte bestätigen es. Es sieht gar nicht so gut aus für unser Bildungsland Hessen.
Die Landesregierung aber bleibt eisern bei ihrer bekannten Selbstbeweihräucherung und lobt sich und ihren Haushaltsentwurf über alle Maßen. Daher werden wieder einmal die dringend erforderlichen Korrekturen ihrer verfehlten Bildungspolitik ausbleiben. Die Landesregierung geht ihren eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter und riskiert dadurch, den Karren Bildung in Hessen vollends gegen die Wand zu fahren. Danke. Eine verantwortungsvolle Politik stellen wir uns ganz anders vor, sehr geehrte Landesregierung. Demgemäß hat meine Fraktion 13 Änderungsanträge erstellt, welche bezwecken, Ihre fundamentalen Fehlentscheidungen zu korrigieren. Allerdings wurden sämtliche Änderungsanträge vom Haushaltsausschuss einstimmig gegen die AfD abgelehnt. Ein erneutes Beispiel dafür, wie pseudodemokratisch und wenig sachorientiert es in Bezug auf meine Partei in diesem Hause zugeht. Im Folgenden, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen die wichtigsten Änderungsanträge meiner Fraktion vorstellen, welche insgesamt zu einer Erhöhung des Bildungsetats um exakt 75 103.900 € führen. Dieser Betrag ergibt sich aus Einsparungen in Höhe von 282.530.000 € sowie Mehrausgaben von 357.633.900 €. Meine Damen und Herren, kommen wir zum ersten Thema. Inklusion an Regelschulen bedeutet erwiesenermaßen nicht nur ein erhebliches Entwicklungsrisiko für behinderte Kinder und solche mit erhöhtem Förderbedarf, sondern zunehmend eine gewaltige Überforderung unserer Regel- und Förderschullehrer. Mit Ihrer aus rein politisch-ideologischen Motiven heraus betriebenen Inklusion um jeden Preis gefährden Sie darüber hinaus die Entwicklung der Regelschüler. Diese Einschätzung ist keine Erfindung der AfD, sondern besitzt mittlerweile großen Rückhalt in der Eltern- und Lehrerschaft sowie unter renommierten Pädagogen und Erziehungswissenschaftlern. Als schlagendes Argument für die Behauptung, wir seien verpflichtet, die Inklusion unter allmählicher Abschaffung unseres bewährten Förderschulsystems durchzuführen, wird gemeinhin die Behindertenrechtskonvention der UN bemüht. Diese besagt lediglich, dass auch Kinder mit Handicaps freien Zugang zum Bildungswesen haben müssen. Wir von der AfD sind die Letzten, die das infrage stellen. Der UN-Konvention ist nirgends zu entnehmen, dass Förderschulen abzuschaffen seien, was jedoch von der schwarz-grünen Landesregierung seit 2014 erfolgreich betrieben wird. Förderschulen sind vielmehr ein wertvoller und unverzichtbarer Bestandteil unseres allgemeinen Schulsystems, welche die spezifische Unterstützung behinderter Kinder und solcher mit festgestelltem Förderbedarf am besten gewährleistet. Die AfD trägt dem Rechnung, indem sie sich mit ihren Änderungsanträgen für eine verstärkte Ausstattung der vorhandenen Förderschulen in personeller und sächlicher Hinsicht sowie den Neubau von Förderschulen einsetzt. Die von uns veranschlagte Erhöhung der Ausgaben für Bildung und Erziehung in Förderschulen um 120 Millionen € wird gegenfinanziert durch eine drastische Kürzung der Ausgaben für eine Inklusion in Regelschulen um ca. 135 Millionen €. Die Erhöhung der Haushaltssumme zur Durchsetzung weiterer Inklusionsvorhaben seitens der Landesregierung lehnen wir strikt ab. Für eine Inklusion mit Augenmaß an Regelschulen sowie die Förderung kranker Schüler gemäß Produktbeschreibung stünde dann immer noch ein Betrag in Höhe von ca. 123 Millionen € zur Verfügung. Meine Damen und Herren, mit der Abschaffung der Hauptschule läutete die Hessische Landesregierung im Jahre 2016 das Ende des seit 200 Jahren bewährten gegliederten Schulsystems in Hessen ein. Auch in diesem Fall der linken Ideologie der Einheitsschule folgend, wurde und wird parallel dazu der Ausbau integrierter Gesamtschulen konsequent vorangetrieben. Die integrierte Gesamtschule ist ein Modell, welches die Verlierer im nationalen Bildungswettstreit, wie z.B. die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen usw., als Erfolgsmodell ansehen. Dort werden Hauptschüler, Realschüler, Gymnasialschüler, Kinder mit Förderbedarf gemeinsam und vermehrt binnendifferenziert beschult. Was das heißt,
Davon kann ich ein Lied singen. Hier, die hierdurch erzielten Lernerfolge bleiben auch aufgrund zunehmender Diversität und leistungsbezogener Inhomogenität der Lerngruppen in den Klassen der Gesamtschulen hinter den der differenzierten Schulformen zurück. Das ist erwiesen. Als Alternative hierzu setzt der Freistaat Bayern unbeirrt auf das gegliederte Schulsystem und belegt damit seit Jahren Spitzenplätze im Ländervergleich. Die Transformation vieler bayerischer Hauptschulen in praxisorientierte Mittelstufenschulen hat sich als großer Erfolg erwiesen. Im aktuellen INSM-Bildungsmonitor, welchen unser Herr Kultusminister als nicht repräsentativ bewertet, belegt Bayern in Bezug auf die Ausbildungsstellenquote den ersten Platz. Hessen hingegen Platz 14 von 16. Sollte uns das nicht zu denken geben, meine Damen und Herren? Die vorrangige Aufgabe der Schule besteht doch darin, junge Menschen auf ihre Ausbildung und damit auf einen bedeutenden Teil ihres weiteren Lebens vorzubereiten. Wir Vertreter der AfD orientieren uns gerade im Bildungswesen an den erfolgreichen und halten daher am bewährten Modell des gegliederten Schulsystems fest. Dessen Erhalt, insbesondere im Bereich der Berufsvorbereitung, von Anfang an eine signifikante finanzielle Unterstützung in personeller, räumlicher und sächlicher Hinsicht. Wir sehen besonderen Handlungsbedarf in den Bereichen des Werk-, Technik- und Arbeitslehreunterrichts sowie der MINT-Fächer in allen Schularten. Der konsequente Ausbau praxisorientierter Mittelstufenschulen in Hessen ist im Hinblick auf eine Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit unserer Schüler, insbesondere für handwerkliche und technische Berufe, alternativlos. Gesamtschulen nur noch da, wo es Sinn macht. Konsequenterweise fordern wir mit unserem Änderungsantrag die signifikante Steigerung der Investitionen in das gegliederte Schulsystem um 95 Millionen €. Analog verfahren wir in Bezug auf die Förderung berufsqualifizierender Bildungsgänge an beruflichen Schulen zur Behebung des horrenden Fachkräftemangels, wie z.B. im Bereich der Pflegeberufe. Diese Bildungsgänge möchten wir mit einer Erhöhung eines Etats um ca. 28 Millionen € fördern. Ebenso geboten ist es, die gegenwärtigen Erwerbstätigen für die steigenden Anforderungen der sogenannten Arbeitswelt 4.0 zu qualifizieren und demgemäß die berufliche Aus- und Weiterbildung zu forcieren. Zwecks Herstellung der Gleichrangigkeit von akademischen und beruflichen Bildungsgängen erscheint uns die Aufstockung der im Haushalt ausgewiesenen Fördermittel um 30 Millionen € auf ca. 67,6 Millionen € sachgerecht zu sein. Kommen wir zum nächsten Thema. Bekanntlich misst die AfD der umfänglichen Beherrschung unserer deutschen Sprache eine herausragende Bedeutung bei. Zugleich beobachten wir seit Jahren, insbesondere an den Grundschulen, eine zunehmende Heterogenität der Schülerschaft. Die Landesregierung möchte die Bildungssprache Deutsch gesondert fördern und 50 Stellen für Deutschförderkurse bereitstellen, was aus unserer Sicht völlig unzureichend ist. Angesichts 1.100 hessischer Grundschulen halten wir die Verfünffachung der Stellenzahl, das heißt 250 Stellen, für erforderlich. Diese Maßnahme führt zu einer Etaterhöhung um 8,2 Millionen €. Weiter. Die Landesregierung plant die Bereitstellung von 159 A13-Stellen zur Sicherstellung eines 105-prozentigen Unterrichtsversorgung. Der Philologenverband fordert hingegen substanzielle Lösungsvorschläge von der Landesregierung und stellte zudem einen eigenen 7-Punkte-Plan zur Bewältigung des Lehrkräftemangels vor. Eine Forderung lautet, dass eine 130-prozentige Unterrichtsversorgung umzusetzen sei, um real eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung zu erzielen, sowie phasenweise Teamteaching zu ermöglichen, also eine Doppelbesetzung in den Klassen. Diesen schließen wir uns an und berechneten einen Bedarf von 3.975 Stellen zur Absicherung einer 130-prozentigen Unterrichtsversorgung. Da eine Anhebung zugegebenermaßen um 4.000 Stellen binnen Jahresfrist uns zu ambitioniert erscheint, sollte diese Anzahl auf die kommenden 5 Jahre gleichmäßig verteilt werden, was einem Stellenzuwachs
von 795 pro Jahr entspricht, anstelle der bescheidenen 159 Stellen der Landesregierung. Die veranschlagte Haushaltssumme für Beamtenbezüge ist demgemäß um 46.110.000 € zu erhöhen. Nehmen Sie endlich das Problem des Lehrermangels ernst. Die Schulen sind weit weg von einer 105-prozentigen Unterrichtsversorgung. Wir haben nicht einmal 100 %, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, gemäß einer DAK-Studie vom November 2019 hat fast jeder vierte Schüler in Deutschland mit psychischen Problemen zu kämpfen, darunter zunehmend Depressionen und Angststörungen. Ferner wird festgestellt, dass die Berufsgruppe der Lehrer ebenfalls überproportional von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen betroffen ist. Jeder dritte Lehrer leidet am Burnout-Syndrom, weil die Belastungen unserer Schulen permanent ansteigen. Wird erst einmal eine Dienstunfähigkeit aus psychischen Gründen festgestellt, kehren diese Personen später nur selten wieder in ihren Beruf zurück. Bei ca. 20 % der verbeamteten Lehrer sind Frühpensionierungen die Folge, was zusätzlich zu einem verstärkten Lehrermangel führen wird. Weder die Landesregierung noch die Opposition, mit Ausnahme der AfD, scheinen hierbei dringend Handlungsbedarf zu sehen. Wir beantragen demgemäß, die Geldmittel für die psychologische Unterstützung von Schülern und Lehrkräften um 30 Millionen € zu erhöhen. Derzeit befinden sich für insgesamt 830.000 hessische Schüler und die Lehrerschaft sage und schreibe 114 Schulpsychologen im Einsatz. Das heißt, ein Schulpsychologe betreut 6.670 Schüler. Das sind eindeutig zu wenige. Unsere Lösung für dieses Problem? Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Betreuungsquote von ca. 1.100 Schülern pro Schulpsychologen sowie unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Art und Größe der Schulen ergibt sich aufgrund unserer Berechnungen die Gesamtzahl von 755 Stellen. Die finale Verteilung dieser Stellen im Hinblick auf die Ermöglichung präventiver Maßnahmen ist dabei am tatsächlichen Bedarf vor Ort auszurichten. Nun, und dann komme ich zum Schluss, werden Sie, liebe Vertreter der Kartellparteien, sicherlich einen Teufel tun, auch nur einem der von uns vorgelegten wohlbegründeten Änderungsanträge zuzustimmen. Und dies auch nur aus einem einzigen Grund. Es handelt sich um AfD-Anträge. Meine Damen und Herren, die Erlebnisse eines Jahres in diesem Landtag lassen mich inständig auf eine neue Politikergeneration für Hessen hoffen, deren Vertreter verantwortungsbewusster und vor allem ehrlicher mit dem hohen Gut Bildung für unsere Kinder umgehen mögen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an meinen hochgeschätzten Kollegen Dimitri Schulz. Vielen Dank, sehr geehrter Kollege. Das Wort übergebe ich aber, damit wir bei der Ordnung bleiben. Und Sie haben das Wort. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren Minister, liebe Kollegen! Aufgrund der Fülle an Änderungsanträgen unsererseits halte ich meine Ausführungen bewusst kurz. Wie Sie wissen, tritt die AfD für ein vielfältiges Bildungsangebot und demgemäß für die Stärkung bestimmter privater, wie z.B. christlich orientierter Schulen ein. Allerdings muss diese Erweiterung wohl überlegt erfolgen. Wir sehen Schulen in freier Trägerschaft, insbesondere die Ersatzschulen, durchaus auch kritisch. Denn diese bergen die Gefahr einer Zerfaserung unseres Bildungssystems in sich. Daher plädieren wir für die Beibehaltung des Ist-Zustandes des zugehörigen Etats. Unser Bekenntnis zur Bildungsvielfalt und zum humanistischen Bildungskanon umfasst in natürlicher Weise das Plädoyer für den Erhalt des bewährten dreigliedrigen Schulsystems. Daher widersetzen wir uns vehement dem geplanten weiteren Ausbau der Ganztagsschulen, zumal dadurch das Risiko für die weitere Abnahme innerfamiliärer Bindung vergrößert wird. Zugleich lehnen wir die damit einhergehende staatliche Bemutterung
der Schüler, wie sie aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks wohl bekannt ist, konsequent ab. Unsere Kinder sind hingegen in den Schulen zu Eigenverantwortung und Engagement jenseits staatlicher Institutionen heranzubilden. Es ist eigentlich ganz einfach. Wer keine Freizeit hat, engagiert sich auch nicht in mit Mitgliederschwund konfrontierten Vereinen, meine Damen und Herren. Für uns von der AfD ist ferner nicht ersichtlich, warum gerade jetzt der Förderbetrag für Schüler mit Migrationshintergrund um 30 Millionen Euro erhöht werden sollte, zumal wir darin einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes erkennen. Des Weiteren erschließe es uns nicht, inwiefern Herkunftssprachlerunterricht zeitgleich mit Integration erfolgreich durchführbar sein kann. Jeder logisch denkende Mensch wird einsehen, dass hier einander widersprechende Ziele simultan verfolgt werden. Der Umstand, dass die SPD eine noch höhere Steigerungsrate des zugehörigen Förderbetrages als die Landesregierung beantragt hat, ist vielleicht einfach damit zu erklären, dass sie inzwischen große Anteile ihrer nichtmuslimischen Wählerschaft an die AfD verloren hat. Die geplante Erhöhung des Etats für die Amtskirchen lehnen wir ab. Es mag zwar sein, dass die Amtskirchen wegen anhaltenden Mitgliederschwundes immer stärker auf Staatsgelder angewiesen sind. Diese Entwicklung war jedoch abzusehen, weil die falschen Hirten, statt sich um ihre Schafe zu kümmern, es vorzogen, mit linksradikalen Antitheisten zu kungeln und auf ihren Kirchentagen z. B. Workshops zum Vulvenmalen abzuhalten, wie es letztes Jahr in Dortmund der Fall war. Die Kirchensteuereinnahmen sinken beständig, und jetzt soll offenbar der Steuerzahler einspringen, unabhängig davon, ob er Kirchenmitglied ist oder nicht. Derartige Landesmittel sind an vielen anderen Stellen jeweils viel besser aufgehoben, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich einmal an dieser Stelle Petrus zu Wort kommen. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Bei den Amtskirchen ist es genau umgekehrt. Den christlichen Glauben haben ihre Repräsentanten längst verloren. Mit Silber und Gold sollen sie jedoch weiter gemästet werden. Kommen wir zu dem Änderungsantrag der FDP bezüglich der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Der Koordinierungsrat hat sich in der Vergangenheit sicher große Verdienste um die Aussöhnung erworben und hat bedeutende Denker wie z.B. Shalom Ben Chorin ausgezeichnet, der eine zionistische Grundhaltung mit großer Wertschätzung der deutschen Kultur in sich vereinte und zum Verständnis des Judentums beigetragen hat. Dies ist alles lange her. Die Gestalt des heutigen Antisemitismus hat sich verändert. Der Typus des christlichen Antijudaisten gibt es praktisch nicht mehr. Was sich dagegen ausgebreitet hat, ist der insbesondere von Linken und Moslems praktizierende, auf den Staat Israel bezogene Antisemitismus. Bei der Bekämpfung dieses neuen Antisemitismus wird uns diese Gesellschaft nicht mehr helfen können, zumal ihre jüdischen Vertreter fast ausschließlich dem Reformjudentum angehören und somit nur einen Bruchteil der Juden in Deutschland vertreten. Aus den dargelegten Gründen stimmen wir gegen die Erhöhung der Fördermittel. Diese könnten unseres Erachtens vielmehr bei Organisationen, die gegen die Dämonisierung Israels kämpfen, zum Einsatz kommen. Erlauben Sie mir abschließend einige allgemeine Bemerkungen zu dieser Debatte. Zur schleichenden Zerstörung des dreigliedrigen Schulsystems, die hier exekutiert wird, nimmt die AfD, wie von mir bereits dargelegt wurde, eine ganz klare Haltung ein. Diese spiegelt sich auch in Form von 13 Änderungsanträgen unserer Fraktion wider. Genau eine andere Fraktion in diesem Hohen Hause hat genau einen Änderungsantrag eingebracht, und zwar die Damen und Herren und Diversen ganz links außen. Wenn DIE LINKE in den Gesetzesauszug der Landesregierung zum Haushalt 2020 bis auf einen Punkt einverstanden ist, dann spricht dies wirklich Bände, nicht nur über die sozialistische Wirtschaftspolitik der Landesregierung, sondern auch über das Einknicken der Union vor dem linksgrünen Dogma der Novellierung auf dem Felde der Bildungspolitik. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Meine Damen und Herren, es gibt immer mal wieder während der Reden auch so ein paar Gästen, die es aus dem Parlament gibt. Ich bitte einfach so, die Gästen auch ein bisschen unter Kontrolle zu halten gegenüber dem Redner, sonst kommt er durcheinander. So, jetzt kommen wir zum nächsten Redner. Das ist der Kollege Armin Schwarz von der CDU-Fraktion. Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, der Haushaltsplan 2020 bedeutet wieder einen massiven Zugewinn für unsere Schulen. Wir investieren in den Ganztag, wir investieren in Sprachförderung, wir investieren in die Bildungssprache Deutsch, wir investieren in berufliche Bildung und wir investieren in ein dreigliedriges Schulsystem, damit es auch mal klar ist. Und da will ich schon ein paar Dinge vor die Klammer setzen. Wenn wir davon reden, dass wir so viel Geld für die Schulen, für die Bildung ausgeben wie nie zuvor, dann hat es den Vorteil, dass es stimmt. Der Bildungsetat im Haushaltsplan 2020 wächst um 4%. Das ist enorm. Und das zeigt, welche Priorität wir als schwarz-grüne Koalition im Bildungsbereich setzen, und das seit Jahren, meine Damen und Herren. Ich will das in Zahlen untermalen. 158 Millionen € kommen unterm Strich bei raus. Und jetzt schauen wir einmal dahin, wie die Opposition im Haushalt bzw. mit Haushaltsanträgen damit umgeht. DIE LINKE stellt keinen einzigen Änderungsantrag im Einzelplan 04. Das sehen wir noch einmal. Die AfD, die hat eben gerade ein Sammelsurium hier dargeboten. Das war schon bemerkenswert. Aber das will ich Ihnen schon zurufen. Die freien Träger, die nehmen das zur Kenntnis, dass sie Ihnen Geld wegnehmen wollen. Ich habe den Antrag ja gesehen. Ich gebe ebenfalls den Hinweis, es wird auch zur Kenntnis genommen, dass die Eltern nicht mehr flexibel agieren können, wie es bei der Ganztagsbetreuung ihrer Kinder aussieht. Auch da wollen Sie Geld rausziehen. Insofern, ich will es nur noch einmal unterstreichen, wo Sie überall Geld einsparen wollen. Aber zu viel Redezeit mit Ihnen zu verplempern, das führt zu nichts, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir zur SPD. Das sind ja bescheidene Dimensionen in diesem Jahr. Da hatten wir ja schon andere Zeiten. Das sind 30 Millionen € Mehrausgaben zu dem, was wir mit unseren 160 Millionen € Aufschlag vorsehen, allerdings mit einem kleinen Rechenfehler. Herr Kollege Degen, bei allergrößter Wertschätzung, Sie sagen, die Erhöhung von A12 auf A13 in den Grundschulen kostet über den Daumen 29 Millionen €. Es gibt da zwei Rechnungen, einmal die 68 Millionen €, und wenn man die Pensionsrückstellung betrachtet, sind es in der Tat die 80 Millionen €. Die sagen klipp und klar, wir gönnen allen eine tolle Besoldung. Die Besoldung in Hessen ist prima, nämlich sämtliche Stellen werden gefüllt. Das sehen wir auch bei den Studienplätzen, meine Damen und Herren. Aber am dicken Ende muss man eine Entscheidung treffen. Und wir sagen, wir wollen zusätzlich Stellen schaffen. Und genau das tun wir. 900 zusätzliche Stellen in diesem Haushaltsplan für Lehrer, Betreuer, Gesundheitsfachkräfte, Verwaltungsfachkräfte zur Unterstützung der Schulen. Und das zeigt, wie geradlinig wir hier handeln, meine Damen und Herren. Da sind wir stolz drauf. Kein anderes Bundesland gibt pro Kopf so viel Geld für Bildung aus wie wir, und kein anderes Bundesland hat eine so starke steigende Kurve wie wir, nämlich 32% Zuwachs an Bildungsausgaben alleine innerhalb der letzten 10 Jahre. Und jetzt will ich Ihnen im Einzelnen mal deutlich machen, wie sich das niederschlägt und wo unsere politischen Schwerpunkte in diesem Haushaltsplan zu verorten sind. Da reichen leider, Herr Präsident, die mir verbleibenden 6 Minuten Redezeit nicht. Bildungssprache Deutsch, ein ganz zentrales Thema für uns. Unser Kultusminister Prof. Lorz hat das im letzten Jahr in der KMK vorangetrieben. Hier stellen wir weiter zusätzlich 180 Stellen zur Verfügung.
Wir wollen, dass mehr Deutschunterricht in der Grundschule gegeben wird. Wir wollen, dass die jungen Leute von vornherein richtig lesen und schreiben können, sowohl analog als auch digital. Und wir wollen, dass die jungen Leute Informationen nicht nur entnehmen, sondern auch verstehen können. Nämlich das ist Bildungsgerechtigkeit, das ist Chancengerechtigkeit, und das eröffnet die Perspektiven für eine tolle Karriere, meine Damen und Herren. Wir investieren massiv in die Lehrerausbildung. Im letzten Jahr hatten wir 200 zusätzliche Stellen im Bereich der Lehrer im Vorbereitungsdienst. In diesem Jahr setzen wir noch einmal 100 Stellen obendrauf. Innerhalb von 3 Jahren haben wir die Kapazitäten an Universitäten im Bereich der Grundschullehrerausbildung verdoppelt. Wir haben die Bereiche im Förderschulsektor deutlich nach oben gefahren, deutlich die Ausbildungskapazitäten erhöht. Das ist uns von besonderer Bedeutung. Herr Kollege Degen, diesen Hinweis will ich Ihnen dann doch nicht ersparen, wenn Sie immer davon reden, dass wir in Hessen 4.900 Lehrer ohne Lehrbefähigung haben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir heute so viele Lehrer haben wie noch nie, unter CDU und GRÜNEN so viele Lehrer wie noch nie, nämlich 55.000 Stellen. Und bei der SPD hatten wir so wenig Lehrer wie noch nie in Hessen, damit es auch einmal klar ist. Und wir unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen an den Schulen massiv. Wir haben 2018 damit begonnen, sozialpädagogische Fachkräfte einzustellen, 400 an den Grundschulen, 300 an den weiterführenden Schulen. Der Minister hat gestern in der Fragestunde erklärt, davon sind über 90% besetzt. Das ist gut. Wir sind da aber noch nicht zu Ende, sondern wir legen etwas obendrauf. Im Haushaltsplan 2020 sind hier 440 weitere Stellen vorgesehen. Davon profitieren übrigens schon 1.300 hessische Schulen. Ich höre nur Positives darüber. Die Rückmeldung aus den Kollegien ist vorzüglich. Auch darüber freuen wir uns, meine Damen und Herren. Nämlich die Unterstützung haben Sie verdient. Darüber hinaus auch das, was Herr Kollege May sehr deutlich ausgeschärft hat, die Schulgesundheitsfachkräfte, aber auch die Unterstützung durch die Verwaltungsfachkräfte, wo wir jetzt mit den ersten 100 in diesem Haushaltsplan voranschreiten. Das entlastet die Kollegen, das unterstützt die Schulleitung, und das ist substanzielles Handeln in einer guten Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Die 105%, die dürfen nicht unerwähnt bleiben, nämlich das ist deutschlandweit die einzige Botschaft über die 105% hinaus, die wir hier setzen. Kein anderes Bundesland kriegt das hin. Andere Bundesländer, Kollege Boddenberg hat da gestern darauf hingewiesen, unter anderem Armin Laschet, fragt nach, wie macht ihr das? Ich würde gerne im Grundschulbereich das hinbekommen. Wir haben das geschafft, und wir setzen es fort. Damit wir die 105% halten, legen wir noch einmal in Summe 180 Stellen obendrauf. Und dessen nicht genug, auch im Ausbau sozial integrierte Lehrerzuweisung. Da wollen wir auch nicht uns ausruhen auf den 740 Stellen, sondern dort haben wir auch einen Stellenzuwachs. Mit Blick auf die Zeit zwei Punkte. Der Digitalpakt Schule ist kein Selbstzweck, sondern das, was uns attestiert wurde als Land Hessen, nämlich den ersten Platz zu belegen, was die Digitalisierung betrifft, vom Verband der Internetwirtschaft, macht uns stolz. Aber wir belegen auch bei dem Digitalpakt Schule den ersten Platz, denn kein anderes Bundesland legt 25% drauf, wie wir es tun. Das zeigt, wie konsequent und wie stringent wir in diesem Bereich der Digitalisierung handeln, immer mit dem Hinweis, mit Primat der Pädagogik, die Technik muss den Menschen nützen und nicht umgekehrt, meine Damen und Herren. Und da sind wir im Bereich der pädagogischen Unterstützung und der Qualifizierung der Lehrkräfte, Medienkompetenz und Jugendmedienschutz und darüber hinaus natürlich IT-Infrastruktur. Letzte Kapitel, und das in der gebotenen Geschwindigkeit, berufliche Bildung stärken, Werbung für berufliche Bildung machen und das Ganze mit einem Änderungsantrag zum Haushaltsplan, jawohl, ein Karrieretruck 4.0, den wir auf den Weg bringen. Wir wollen die Gleichwertigkeit
von beruflicher Bildung, von dualer Bildung und akademischer Bildung nicht nur besprechen, sondern wir wollen sie leben. Wir wollen durchs Land ziehen, zu den Schulen fahren und Werbung für duale Ausbildung machen. Da sind wir den jungen Leuten auch eine Perspektive. Kollege Schwarz, ich will Sie nur daran erinnern, die 9 Minuten, die angemeldet waren, sind überschritten. Ich komme sofort zum Ende, Herr Präsident. Vielen Dank für den Hinweis. Zu zeigen, dass es jenseits der Universität tolle Möglichkeiten der Karriere gibt. Dementsprechend, die hessische Bildungslandschaft ist gut aufgestellt. Es gibt noch viel mehr hier zu sagen. Ich bin mir sicher, unser Kultusminister Prof. Lotz wird die Dinge, die ich eben nicht mehr erwähnen konnte, ergänzen. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich über ein erfolgreiches Bildungsjahr 2020 in Hessen. Vielen Dank.